So, liebe Leute, ich bin schon wieder hier am Start aufgrund einer Nachricht auf mein letztes Video über den Wolken. Ein netter Mensch mit dem Namen ist doch völlig egal, wollte wissen, ob der Aktivtrack nur im Verfolgungsmodus geht oder ob die Drohne auch vor mir her fliegen würde. Ich habe schriftlich schon vermutet, dass es nicht funktioniert, weil die Drohne ja gar nicht wissen kann, wo ich hinlaufen will. Ich kann ja rechts, links, geradeaus laufen. Das kann die Drohne ja nicht vorausahnen. Deswegen hier der kleine Beweis. Ihr seht meine Wenigkeit, die Drohne vor mir gewesen. Und dann ist er kurzes Stück rückwärts geflogen, hat mich im Bild behalten, ist dann seitlich abgedreht und folgt mir dann. Jetzt das gleiche nochmal im Rückwärtsgang. Der Film läuft also nicht rückwärts, ich laufe rückwärts. Ja, ich könnte ein bisschen abnehmen, stimmt. Das weiß ich schon lange und schaffe es nicht, aber nur am Rande. Aber lieber ist doch völlig egal. Du hast es gesehen, im Langsamen funktioniert es, wie du siehst, nur im Verfolgungsmodus, ganz kurz, auch von vorne, aber nur um mich vorbeizulassen. Wie gesagt, die Drohne kann ja nicht wissen, wo es hingeht. Aber es war mal eine interessante Frage und ihr seht, eure Fragen sind mir nicht egal. Ich werde das zu klären versuchen. Danke an dieser Stelle für das interessante, interessante Anregung. Ja, meine Autonummer ist zu sehen. Habe ich bewusst nicht verdeckt. Wer wissen will, wer ich bin und wer mich mal besuchen möchte, gerne. Bitte mit Voranmeldung. Jederzeit gerne, solange ich nicht arbeiten muss und daheim bin und Zeit habe. Das kann man telefonisch oder schriftlich klären. Da kann man gerne mal was ausmachen. Wir können auch mal zusammen mit der Drohne fliegen. Ja, und dann habe ich das Ganze noch etwas schneller mit dem Auto gemacht. Ja, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich bin ja nun zu Fuß nicht der Allerschnellste, wie man sich vorstellen kann. Und deswegen habe ich mich ins Auto gesetzt und das Gleiche, was ich zu Fuß nochmal gemacht habe, nochmal gemacht. Und wie ihr seht, hat es ganz gut geklappt mit maximal 25 Stundenkilometern. Ja, und weil es so schön ist, zeige ich euch hier noch die Eger, weil ich gerade hier bin. Das ist ein Seitenfluss der Wörnitz, die dann schlussendlich in die Donau und die Donau bekanntlich ins Schwarze Meer mündet. Hier seht ihr unsere Eger. Die entspringt ungefähr 5 bis 8 Kilometer von hier aus dem Riesrand. Eine recht starke Quelle. Ich glaube, es gibt sogar schon einen Film von mir darüber, über den Eger-Ursprung. Ja, hier fließt die Eger. Und die Biber sind natürlich auch fleißig am Wördeln. Da kann ich euch jetzt vielleicht noch ein kleines Biberloch zeigen, eine Biberhöhle. Ich weiß nicht, ob der Film soweit reicht. Den zweiten werde ich jetzt nur mal anhängen, das dauert nur dazu zu lange. Ja, ihr seht hier an der Böschung, wie der Biber gearbeitet hat. Und dort vorne kommt, glaube ich, ins Bild das große Loch. Also da kann man sich, vor allem wenn es dunkel ist und man spazieren geht, hier ganz böse mal verletzen. Fußbrechen etc.
seht ihr hier das große Biberloch. Ja, wem es gefallen hat, schaut meine anderen Videos auch an. Wem es nicht gefallen hat, schaut bei den Kollegen rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.